Hakuna Matata, Muchachos, und ein herzliches Hallo hier aus Thailand. Ich habe ja versprochen, dass ich euch auf jeden Fall nochmal kurz das Hotel zeige. Und heute ist der letzte Tag. Wir reisen heute ab. Es geht ab nach Phuket. Im letzten Vlog habe ich euch erzählt, dass hier der Hund begraben ist. Und das zeige ich euch gleich mal. Hallo. Das Hideaway Resort kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn man richtig entspannen möchte. Wenn man jetzt ungefähr 5 Minuten hier mit dem Tuk-Tuk langfährt, dann kommt die erste Hütte. Und dann wieder 20 Minuten kaum was. Hier ungefähr 10 Minuten lang fahren, erstmal absolut gar nichts und dann kommt ein Pier. Ich habe am zweiten Tag mit meiner Freundin nämlich so eine kleine Tour gemacht. Wir wollten schauen, was ist denn hier in der Nähe, und es ist einfach mal nichts in der Nähe. Also der nächste Supermarkt ist auf der anderen Insel. Auf dieser Insel befindet sich einfach kein Supermarkt. So, jetzt kommen wir auf diese Hotel-Area. Wenn wir Fußballbegeisterte haben, kann man da hinten auch noch Fußball spielen. Hier wäre noch so eine kleine Umrandung. Ich weiß nicht, wer hier wohnt. Hier laufen ab und zu Hasen rum. Vielleicht ist das deren Rückzugsort. Einziges Problem, hier der Teich, da hinten ist noch einer. Abends sind hier echt sehr, sehr viele Mücken. So, Leute, und ab und zu ist ja auch Ebbe. Dann zieht sich das Wasser bis da ganz hinten zurück. Ich habe mal versucht, ein bisschen aufs Meer hinauszugehen, aber ungefähr ab hier, also schon ganz am Anfang, sackt man einfach an den Boden ein, da braucht man ein spezielles Schuhwerk. 80% der Inselbewohner sind muslimisch, und als wir in unser Hotelzimmer gegangen sind, gab es da so eine kleine Broschüre, wo so ein Verhaltenskodex drin stand. Das heißt, nicht in der Öffentlichkeit Händchen halten, keine Küsschen austauschen. Also man muss sich schon ein wenig zurücknehmen, wenn man hier als Pärchen ist. Auf der Hotelanlage selber ist das kein Problem, aber wenn du hier eben rausgehst und ein bisschen spazieren gehst. Ich denke, du wirst nicht direkt von so einem Lynchmob verfolgt, aber einfach nur um die Kultur hier zu respektieren, sollte man das dann machen. Also man hat nicht wirklich gemerkt, dass man eingeschränkt war. Also es hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, aber man hat einfach ganz normal gelebt. Und was ganz cool ist hier auf dem Frühstücksbuffet, hier was die servieren, es ist alles von dieser Insel. Das heißt, wenn man hier Hühnchen gegessen hat, dann ist das hier so ein freilaufendes Huhn gewesen, und wenn man Beef gegessen hat, ist das so eine Kuh, die da hinten noch auf der Weide stand. Also wirklich perfekt frisch zubereitetes Essen. So, und normalerweise, wenn ich hier lang gehe, ist das Wasser bis hier. Es gibt hier 30 Bungalows in 3 Reihen. Und wenn ihr hier seid, Muchachos, reserviert euch unbedingt Ocean View. Der Infinity Pool ist einfach eine Wucht hier. Richtig geil. Ihr habt das Bild auf Instagram wahrscheinlich schon gesehen. Hier gibt es ganze 5 Bungalows, die in Richtung Meer stehen, und wir dürften in diesem hier sein. Und normalerweise der Blick hier aufs Meer, und jetzt ist das Meer ganz irgendwo hinten. Wir werden jetzt unsere 7 Sachen packen, Rucksack wird aufgeschnallt, und dann geht es auf die andere Inselseite nach Krabi und dann von Krabi nach Phuket. Auf der anderen Seite angekommen, haben jetzt einen Laden gefunden hier hinter mir. Wir sind gerade dabei, einen Minivan zu buchen, der uns dann nach Phuket bringt. Und zum Vergleich, mit dem Taxi haben wir 3000 Baht bezahlt, das sind ja um die 80 Euro. Und jetzt mit dem Minivan würden wir ungefähr pro Nase 300 bezahlen. Das wäre dann insgesamt ungefähr 16 Euro. Alter, ist schon ein wenig günstiger. Und nicht vergessen, das sind ungefähr 3 Stunden Fahrt. So, Leute, da kommt unser Minibus und mit dem fahren wir jetzt nach Phuket. Kleiner Stopp auf dem Weg nach Phuket an der Gaststätte. Wir haben jetzt hier merkwürdige Bällchen gekauft. Und die werden wir jetzt mal probieren. Das Ganze hat 20 Baht gekostet, wurden wahrscheinlich wieder über den Tisch gezogen. Alter, das ist Pupfrotten. Ich glaube, ich wollte es nicht probieren, als man die Kamera. Ey, so, Leute. Was ist da denn drin? Staubtrocken, ich glaube, das. Ich weiß es nicht. Schmeckt's denn? Ich glaube, das ist eigentlich Essen für Hunde oder Katzen. So, jetzt musst du das auch mal probieren.
Schokolade, aber ich will das nicht probieren. Ja, voll süß. Süß findest du? Mhm. Ich finde das nicht süß. Aber wir haben auch noch anderes Zeug. Ja, ist gut. Einfach mal so Schoko-Karamell-Kekse. Die sind richtig lecker. Hm. Kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Und das Geile ist, obwohl es hier relativ warm ist, schmilzt die Schokolade nicht. Schmeckt aber auch übertrieben fettig. Jetzt müssen wir noch ungefähr 2,5 Stunden fahren. Und dann sind wir in Phuket. Leute, da kommt sogar schon direkt der Bus. Wie geil ist das denn? Hammer Timing. Der kommt nur jede Stunde einmal. Easy. Wir hätten jetzt auch mit dem Taxi fahren können, aber das Problem ist, hier in Phuket gibt es wohl eine krasse Taxi-Mafia. Und um da nicht drauf reinzufallen, fahren wir auch mit dem Bus, richtig schön oldschool. Schatz, wie lange sind wir jetzt gefahren? Ich glaube 30 Minuten oder so. 30 Minuten sind wir jetzt gefahren. Ich will jetzt nur noch ins Hotel. Ich werde nämlich schon langsam grimmig. Ich gehöre nämlich zu den Personen, die schlechte Laune kriegen, wenn sie Hunger bekommen. Und wir wollen uns auf jeden Fall gleich noch einen originalen thailändischen Papaya-Salat gönnen. Aber jetzt heißt es erstmal zum Hotel finden und erstmal auf die andere Straßenseite kommen. Ampeln sind immer bewertet. Kennt ihr dieses Froschspiel? Wo man einen Frosch spielt und man muss über so eine Straße kommen und dann über einen Fluss. Bis ans Ziel, so fühle ich mich hier gerade. Natürlich machen wir in diesem Hotel auch noch eine kurze Roomtour. Im 7. Stock. Badezimmer, ganz klassisch. Und das Bett ist wirklich 1000-mal weicher als das im alten Hotel. Und wunderschönen Ausblick hier auf eine Baustelle. Oh, 23 Euro die Nacht. Beschweren kann man sich da eher weniger. Und jetzt werden wir rausgehen und nach einem schönen Restaurant suchen. Wir haben nämlich gerade schon mal nachgefragt, ob es in diesem Hotel Papaya-Salat gibt. Und nein, es gibt keinen Papaya-Salat und deswegen gehen wir jetzt nochmal raus. Denn Papaya-Salat ist mein Geheimtipp. Er ist einfach grandios. Erste Anlaufstelle. Mal schauen, ob die unseren Papaya-Salat haben. Das heißt auf thailändisch Som Tam. Ah, perfekt. Dann brauchen wir gar nicht weiterschauen, ne? Ne, sieht alles gut aus. Das müssen wir nur mit Kreditkarte zahlen können. Vielleicht steht das da. Papaya-Salat gefunden, leider nur mit Cash bezahlbar. Deswegen müssen wir jetzt nochmal ein anderes Restaurant suchen. Und meine Freundin meinte gerade, lass uns einfach mal Richtung Strand gehen und dort was suchen. Und jetzt versuchen wir dort unser Glück, denn Papaya-Salat ist heute ein Muss. So Leute, den Weg zum Strand werden wir wahrscheinlich nie finden, aber dafür gibt es hier gerade wieder einen extrem großen Markt und da kann man überall richtig geile Lebensmittel kaufen. Nur leider ohne Bares nichts Wahres oder ohne Bares keine Bares. 80 Baht. Der Papaya-Salat ist jetzt da, extra scharf bestellt. Mal schauen, ob man das essen kann. Hat schon eine krasse Schärfe, aber genauso muss es sein. Also wenn ihr kein Fan von Schärfe seid, dann ist der Salat auch nicht für euch. Hallo? Wir checken jetzt aus. Haben hoffentlich nichts hier vergessen. Ich habe immer so ein ungutes Gefühl, wenn ich Hotelzimmer verlasse, dass ich irgendwas vergessen habe. Gestern waren wir noch am Strand, wollte euch eigentlich noch ein bisschen was zeigen, nur leider ist genau an der Stelle, wo ich den Sonnenuntergang filmen wollte, der Akku leer gegangen. War wieder bestes Timing. Jetzt geht's ganz schnell in den Bus und dann verlassen wir Thailand und es geht in das nächste Land. Und wohin es geht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis dann, reingehauen.